Information zu sagen, drück den Rücken nach unten. Und wenn du jetzt deine Füße mit dem nächsten Ausatmen nur so ein kleines bisschen vom Boden anhebst, dann merkst du schon, zack, da ist er. Wenn du wieder abstellst, wird es wieder entspannter. Anheben, der ganze untere Bereich ist angespannt und wieder locker. Das ist eigentlich gar nichts, denkt man so, ne? Die Füße auch tatsächlich nur so einen Hauch an. Die Füße gehen hoch. Die Füße sind ganz kleines bisschen, komplett. So, aber nur so ein Hauch über. Je knapper man über den Boden ist, umso schwerer ist es. Probier das einfach mal aus, wenn du das Gefühl hast, du schwebst nur so einen Zentimeter über dem Boden, fühlt sich das noch anders an, als wenn du höher kommst. Ja. Wenn du höher ziehst, ist es leichter. Deswegen ziehen auch alle höher. Also wirklich versuchen, so einen Zentimeter vom Boden weg und wieder zurück. So hat man im Prinzip schon auf relativ kleine Bewegungsamplitude eine Möglichkeit, dass sie ihren Bauch trainiert. Und das kann ich mit denen übrigens auch auf dem Stuhl machen. Das heißt, wenn die auf dem Stuhl sitzen, gerade nicht angelehnt, sich gut festhalten und die Füße ein kleines Stückchen anheben, ist das ähnliche Prinzip. Nicht ganz so schlimm wie in der Rückenlage, aber auch hier kann ich, wenn ich die Füße anhebe und ich habe diese Mittelspannung, das deutlich spüren, dass es ein Unterschied ist, wenn die Füße in der Luft schweben oder wenn ich die Füße abgestellt habe. Sodass ich also auch in der Stuhlgymnastik tatsächlich auf diese Art Bauchtraining machen kann mit denen, was in Richtung Pilates geht. Und ich kann dann auch da wieder sagen, wenn die oben sind, die Mittelspannung haben, beweg mal deine Füße hin und her. Alles solche Kleinigkeiten, dass sie einfach dabei bleiben, ne? Dass sie nicht gleich wieder abstellen, zusammensacken, sondern dass sie tatsächlich so diese Spannung im Oberkörper auch ein bisschen halten und diese Mittelspannung bestehen bleibt. Das ist also im Prinzip die simpelste Methode, um schon mal den Mittelbereich anzusprechen. Und dann kannst du vieles machen, indem du einfach mal die Arme so zur Seite nimmst als Absicherung, damit du fest liegst. Dann ziehst du die Beine ran und legst die Beine so, als würdest du sie auf den Stuhl legen. Und jetzt hast du wieder diese, entweder so noch diese kleine Lordose unten und drückst dann wieder mit dem Bauchnabel den Rücken ganz fest nach unten, dass du festen Kontakt hast zur Matte. Und dann geht's los, ausatmen, bringst du einen Hacken tief, einatmen, holst ihn zurück. Wechselst auf die andere Seite. Damit kannst du die auf kleine Art und Weise ganz gut beschäftigen. Hier ist immer alles ganz statisch, ganz fest. Und dann merkst du selber schon, okay, da ist relativ viel Spannung. Auch da kann man mal so ein bisschen gucken, den Leuten sagen, geh mal so mit deinen so mitziehen, ja, oder laut atmen lassen. Ja. Also bei Pilates atmet man ja eigentlich auch gerne laut. Nein. Also die machen ja gerne sowas. Gerne. Das kann man auch gerne machen. Das kann je nach Gruppe motivierend sein. Manchmal ist das peinlich. Die müssen es ja auch nicht machen. Das kann je nach Gruppe motivierend sein. Und du hast eine Kontrolle über die Atmung. Und man muss denen im Grunde klar machen. Viele denken ja, wenn ich da nicht reinmache, gleicher Bewegungsrhythmus. Ausatmen, langes Bein, einatmen, zurückholen, gerne eben nur ein bisschen aktives Ausatmen, kann man auch ein bisschen so ein Spielchen draus machen. Und wenn ich noch ein bisschen mehr den anbieten möchte, dann nehme ich meine Arme nach oben, strecke meine Arme ganz lang und dann bringe ich meinen rechten Arm und mein linkes Bein lang. Und komm wieder zurück in die Mitte. Das ist der Dead Bug, der tote Käfer. Das ist auch nur der Käfer, ne? Der lebt ja noch, ne? Na, der guckt ja auch noch. Ein Arm bleibt immer oben, das wird uns jetzt. Genau. Jetzt kommt Koordination ins Spiel. Das hätten wir in der Kampf jetzt auch gerade sofort gesehen. Das werden wir in der Gruppe auch sofort merken. Jetzt geht's schon los. 4 Gliedmaßen sollen das machen. Wie kriege ich das hin, dass sie alle das machen, was ich jetzt gerne hätte? Ein Arm ist tatsächlich immer oben und auch ein Bein ist immer oben. Im Studio auch, da sind Leute
Minuten. Ja, genau so. Genau. Und das bringt ja auch nichts. Und dann mit Schwung und mit allem so. Und den kann ich aber 100 Mal sagen, die sind so ein Typ. Die machen alles so. Dieses Gefühl dafür zu bekommen, ich bin erstens für mich wichtig. Das ist schon mal gut. Ich bin wichtig, mich nimmt die auch ernst, die macht das für mich und ich mache das mal auch für mich. Und die immer wieder beruhigen und immer wieder sagen, mach das langsam, mach das in Ruhe, guck nach, was fühlst du hier, was fühlst du da. Das ist ein langer Prozess bei vielen, nur bei manchen klappt es auch nicht. Ich muss mal den Staumeier raushängen lassen, es bringt auch mit unserer Leistungsgesellschaft was, wenn man sich konzentrativ mit den Übungen beschäftigt und nicht sein Einkaufszettel mental anpackt, seine Armklammer. Die Muskeln werden besser innerviert. Also man kriegt im Grunde aus weniger Übung mehr Leistung raus. Viele wollen ja ökonomisch trainieren und wie gesagt, das kann man damit auch begründen. Die Großhirnrinde schießt Signale an die Skelettmuskeln und wenn ich dabei bin, kommt deutlich mehr Signalstärke an. Ganz einfach. Ja, aber zum Beispiel mit sowas, dann habe ich wenigstens so ein Ding von, hey, ich muss irgendwo hochsteigen, dann macht das wenigstens einen Sinn, dass ich mich so klein mache, dass ich also gerade arbeite erstmal, gerade zum angewinkelten Knie. Aufgabe ist immer, Nase und Knie möglichst dicht zusammenzubekommen, dass man sich wirklich möglichst klein macht und nicht hier unten abdrückt. Das sind ja die Tricks, ne? Also hier unten drücken wie blöd, damit es da oben klappt. Das wären die geraden und die seitlichen, die kriege ich tatsächlich auch über den Crunch so ein bisschen. Indem ich natürlich das Gleiche mache, aber jetzt eben nicht mehr mit der Nase rüberziehe, sondern ein Arm, also da, wo das Bein ranzieht, bleibt der Oberarm am Boden liegen. Sodass ich schön rüber drehen kann und zurückkomme. Es bleibt immer ein Oberarm am Boden liegen und dann kommt, das seht ihr sofort, dann kommt der Leistungsgedanke bei den Leuten. Dann ist es so, wie ihr es aus jeder Bauchbeine-Po-Stunde kennt, wenn ihr Bauchbeine-Po mitnehmt, dann machen die alle so. Das kommt dann auch. Ne? Das heißt, ich sage, okay, der eine Oberarm, der liegt unten, dann gehst du diagonal rüber, dann gehen sie rüber. Bein. Und das will ich überhaupt gar nicht, weil da seine Schultern und die Hände nach unten abgelegt. Das ist die Ausgangsposition und jetzt sackt man nicht hier oben in den Schultern so durch, sondern man drückt sich da schön raus. Die Schulterblätter gehen nach hinten unten. Die Füße liegen lang. Und wenn du jetzt ausatmest, dann sauge mal deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und wenn du einatmest, dann lässt du wieder locker. Die Füße legt man nicht so weit auseinander, die bleiben schön gerade, die brauchen wir gleich noch. Und wenn du jetzt beim Ausatmen den Bauchnabel so ansaugst, dann merkst du auch hoffentlich dein Gesäß. Das sollte sich dann auch anspannen. Und vielleicht kriegst du sogar auch noch dein Beckenboden mit. Und gefühlt hast du das Gefühl, du machst im unteren und unten einen Buckel. Was aber nicht geht. Aber es fühlt sich so an. Das ist tatsächlich schon mal so eine Grunderfahrung, die den meisten erstmal fremd ist, die Bewegung. Und dann kann man die auch wieder erweitern. Das heißt, probiere mal, dieses Ansaugen noch mehr zu machen, sodass du weiter nach oben kommst, solange bis nur noch dein Knie im Boden berührt und dann rollst du wieder zurück. Oder atme kräftig aus und komm wieder zurück. Und schieb nicht den Popo nach oben, nicht kräftig aus, sondern der Popo, das Becken, der Schambein zieht nach wie vor Richtung Bauchnabel. Das wird schon anstrengender. Da merkt man doch schon, dass da einiges passiert, an Muskulatur aktiviert wird, obwohl es noch nicht viel aussieht. Und dann kannst du noch weiter. Das heißt, wenn dann noch Bauchkraft da ist, dann kannst du tatsächlich den Bauchnabel ranziehen, Schambein zum Bauchnabel, Knie und auch den Fuß schlagen. Und wieder zurück. Probier mal raus, wie sich das anfühlt. Keine Kniebeuge, der Fuß ist lang, kein Brett oder so, sondern wirklich diese Rolle machen. Wirklich dieses Gefühl haben, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Schambein zieht zum Bauchnabel, Becken, Knie, Höhe. Also nicht
hochdrücken, sondern das Becken kippt, ist eher im Kontakt zum Boden. Also beide Arme lang über den Kopf und beide Beine lang rausgestreckt. Wenn es dann zu wackelig bei denen wird, dann kann das untere Bein so ein bisschen angewinkelt werden, dass man ein bisschen einen festeren Liegepunkt hat. Dann wird hier die Mitte wieder angespannt. Man kann, wenn ich das so die ersten Male mache, finde ich das aber eine schöne Erfahrung, dass ich zu denen sage, leg mal deine Hände und deine eine Hand unter deine Taille. Und fühl mal, wie die sich jetzt so anfühlt, wenn du da so ganz entspannt liegst. Und dann lass die Hand aber liegen und zieh jetzt mal den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und dann müsstest du eine Veränderung spüren. Genau, das ist die Spannung, die du jetzt aufgebaut hast in deiner Mitte. Und ich versuche, die jetzt halt zu halten. Und mit dem nächsten Ausatmen bringst du Richtung Decke deinen Ellenbogen mit deinem Knie zusammen und streckst es wieder lang. Und wenn du hier mehr Intensität möchtest, dann nimmst du den Oberkörper noch ein bisschen mehr mit. Und das ist übrigens was, was man auch im Stehen machen kann, im Stehen mit Festhalten. Aber geht das auch? So ein halber Frosch. Und bei dem halben Frosch ist jetzt wichtig, dass man tatsächlich, wenn man dieses Zusammenziehen macht, auch wirklich immer fest ausatmen und diese Spannung aufbauen. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich das 3 Tage lang machen. Dann mache ich morgen früh aus und gehe nicht immer. Das heißt, in dem Moment, wo ich oben zusammenkomme, atme ich kräftig aus, ziehe den Bauchnabel kräftig ran und mache mich wieder lang. Dann spürt man auch, wo es hingehen soll. Wenn ich gar nichts spüre, dann mache ich immer falsch. Darauf kann man ausgehen. Wenn ich diese Spannung habe, merke ich relativ schnell, dass hier die Taille in diesen Zugzwang kommt und ich damit die Seiten trainiere. Wenn ich das nicht anspanne, wenn ich diese Mittelspannung nicht halte, dann entweicht mir das. Versucht mal einmal die andere Seite, damit beide liegt, ist ein bisschen anspruchsvoller, aber alles was wackelt, wisst ihr ja, alles was wackelt ist gut. Alles was wackelt, trainiert kleine Muskeln. Ha ha ha.